Hallo liebe Fans und Faninnen, hier spricht wieder der Papa aus der Küche und heute gibt es wieder was super Leckeres zum Abendessen und zwar Schnitzel mit Salat und Ei. Und da wollen wir auch gar nicht groß lang rumreden, hier kommen die Zutaten, bleibt dran, ich zeig's euch. So, und das sind sie, die Zutaten für heute. Ich habe eine Packung Schweineschnitzel, drei Eier, hier ist noch ein Klecks gefrorenes Hähnchenschnitzel, das werde ich heute noch mit verarbeiten. Das machen wir in den Salat mit rein. Zwei von den Eiern mache ich, ne, hier direkt zum Schnitzel dazu und eins mit in den Salat. Salat habe ich heute die Fertigmischung Rohkostmix und Mangoldmix. So brauche ich also nicht jedes einzelne Gemüse extra zu kaufen und zu schnippeln, sondern bediene mich heute eines fertigen Mixes. Ist auch alles schon schön klein in mundgerechte Stückchen gemacht. Da haben wir weniger Arbeit. Ja, für die Garnitur und fürs Auge ein kleiner Sprossenmix. Dazu noch ein Salatfixmix mit Kräutern. Den mischen wir mit einem Klecks Sojasauce, mit Olivenöl. Und das ist eine asiatische Mischung. Da ist 30% Essig drin und Wasser und Limettensaft und haben hier noch irgendwas schönes, leckeres Essig, Hefe, Maltosesirup, Limettenextrakt. Ja, wie gesagt, hier ist schon eine kleine Mischung. Schmeckt gar nicht mal so schlecht. Natürlich gemischt mit dem Kräutermix. Also pur kann man das natürlich nicht trinken. Deswegen natürlich auch noch schön mit Olivenöl und Sojasauce abgeschmeckt. Ein wenig Schwarzkümmel dazu, Pfeffer und Salz. Ja, würzen kann jeder nach Belieben, wie gesagt. Jo, ich würde sagen, fangen wir mal an. Ich werde zuerst den kleinen Fleischklumpen hier in der Mikrowelle schnell auftauen, in kleine Stückchen schneiden und dann ab in die Pfanne damit. So, von den drei Eiern wollte ich, wie gesagt, eins für den Salat mitnehmen. Deswegen tue ich eins jetzt einfach hart kochen für den Salat. Also ab auf den Herd, in den Topf, heißes Wasser, los geht's. Herd, Topf, heißes Wasser kommt sofort. So, das Fleisch ist aufgetaut und klein geschnippelt, wie man sieht. Schöne kleine Stückchen. Und zum Anbraten verwende ich heute Bio-Kokosöl. Also ab damit in die Pfanne. Und schwupps, rein damit. Schön kräftig anbraten. Los geht's. So, während das Fleisch brät und das Ei kocht, können wir schon mal den Salat in die Schüssel tun. Ich habe aus beiden Beuteln ungefähr eine Handvoll raus. Und hier jeweils aus den drei Kammern mit zwei, drei Fingern ein, ja, Klumpen in, sagen wir mal, Teelöffelgröße raus. Das Ganze in eine Schüssel und jetzt einfach mal ordentlich vermengen. So, wie man sieht, das Fleisch brutzelt schön in der Pfanne. Man hört es knistern, man sieht ja auch schon die braunen Stellen vom Röstaromen. Man sieht, dass das Fleisch schon schöne braune Färbung bekommt. So ist gut. Noch ein, zwei Minütchen, dann sieht es gut aus. Währenddessen können wir das Dressing anrühren. Den Kräutermix in eine Tasse. Normalerweise braucht man 3 Esslöffel Öl dafür und 3 Esslöffel Wasser. Ich mache so, dass ich von jeder meiner drei Flaschen Sojasauce und dem Öl jeweils 3 Esslöffel nehme. Habe ich einfach mehr Menge und verteilt sich halt schön an der großen Schüssel. Also alles zusammen rein und einfach mal kräftig umrühren. Ich nehme nicht extra nochmal 3 Esslöffel Wasser dazu, weil in diesem asiatischen Essigmix ist ja schon Wasser mit drin. Außerdem, wenn ich jetzt das Hähnchenfleisch mit dazu gebe, was ich jetzt noch mit Sojasauce und Sake ablösche, habe ich ja auch nochmal Flüssigkeit drin. So, also Kräutermix schön aufrühren und dann einfach mit. Kosten, ja, hat was. Dann einfach mit
ab über den Salat. Schön drüber. Und dann noch einmal ordentlich aufrühren. So, wie man sieht, die Fleischstückchen sind schön knusprig braun. Und ich werde das Ganze jetzt mit einem Schuss Sake ablöschen und noch einem Schuss Sojasauce. So, das dampft ganz ordentlich. Das kommt durchs Ablöschen und durch die Sojasauce kriegen die Fleischstückchen auch nochmal eine extra Braunfärbung. Also die sind nicht verbrannt oder so, das macht die dunkelbraune Sojasauce. Die macht dann nochmal extra Braunfärbung, damit es auch schön aussieht. So, jetzt die einfach mit in den Salat rein und nochmal schön umrühren. So, als nächstes braten wir das Schnitzel an. Ich nehme dazu ein Klecks Woköl heute zum Anbraten. Die gleiche Pfanne kann man ja nochmal verwenden. Also Öl rein, einen großen Schuss. Mehr als aufsaugen kann sich's nicht. Und Schnitzel rein. So, auch beim Schnitzel gilt dasselbe wie vorhin. Schön goldig anbraten, bis es den gewünschten Bräunungsgrad erreicht hat. Das sieht schon sehr gut aus. Nicht zu hoch die Hitze, nicht zu tief. Einfach schön ein paar Minuten vor sich hinblubbern lassen im Fett. So, wenn euer Schnitzel dann die gewünschte goldbräunliche Färbung erreicht hat, dann könnt ihr es natürlich auch raustun. So, das gekochte Ei ist natürlich auch schon lange fertig. Das habe ich schon geschält, klein geschnitten und mit in den Salat reingerührt. Wie man sieht, Eigelb, 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 hier Eiweiß, alles schon mit verarbeitet und reingerührt. Hier Ei, Ei, Ei. Ja, alles zueinander vermischen, sieht sehr lecker aus. So, jetzt wo die Pfanne wieder frei ist, können wir dann den Rest machen. Und zwar das Ei fürs Schnitzel noch dazu. Ich nehme dazu einen Schuss Milch und zwei Eier. So, wie gesagt, zwei Eier in die Pfanne, ein Klecks Milch dazu. Und dadurch, dass ich immer wieder dieselbe Pfanne nehme und nicht vorher aufwasche, habe ich auch hier im Ei die schönen braunen, goldbraunen Röstaromen mit drin. Das gibt nochmal schöne extra Geschmacksnote. So, also ich mache heute Rührei-Variante. Ja, einfach Rührei und fertig. So, liebe Leute, das Ei natürlich dann auch raus mit auf den Teller zum Schnitzel. Fokus, ja, wie man sieht, schöne kleine braune Stellen mit drinne von den Röstaromen. Das schmeckt super lecker. Der schöne bunte Salat. Ich habe hier oben drauf, also die kleinen schwarzen Punkte sind keine Mäusekacke oder so. Das ist das schwarze Kümmel. Die kleinen Krümel, die meistens so auf dem Dönerbrot drauf sind, schmeckt wunderbar, gibt eine super Note. Hier habe ich nochmal ein paar Sprossen mit draufgelegt. Wer will, könnt ihr jetzt nochmal ein Klecks Curry oder Kurkuma drauf oder sowas. Für die optische Farbgebung oder so. Ja, aber so habt ihr ein sehr vitaminreiches Essen. Das ist auch proteinreich, meine ich. Im Schnitzel sind ja Proteine drin, Ei sowieso und hier nochmal extra Eiportionen. Also habt ihr einen schönen großen Salat mehr gegenüber Ei und Fleisch. Also das Gesunde überwiegt, wie man sieht. Ein wunderschöner lecker Haufen Salat und Ei und ein schönes goldbraunes Schnitzel. Ja, ist ein sehr großer Teller, aber ist auch noch genug Luft. Eine schöne ordentliche Portion. Lasst es euch schmecken. Viel Spaß beim Nachkochen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Euer Papa von Küchenquatsch mit Papa. Tschüssikowski.